sind zu hören und zu sehen. Hallöle. Ja, wir sind jetzt zu hören und zu sehen, sagst du. Ich bin jetzt hier ein Lückenfüller. Wir haben ja gerade schon FPS geschaut. Und das nächste Spiel, was gezeigt wird im Fun Event, das ist Mario Party. Deswegen haben wir jetzt die Chance, ein bisschen die Brücke zu schlagen mit diesem schönen FPS-Shooter. Und wer Rick and Morty kennt, der weiß, worauf man sich hier gefasst machen muss. High on Life heißt das Spiel. Und das läuft jetzt außerhalb aller Kategorien. Das ist einfach nur ein Showcase, einfach nur, um ein bisschen Zeit totzuschlagen, statt einfach nur auf Pause zu drücken. Und ja, da schauen wir uns jetzt ein bisschen rein. Und ich muss euch warnen. A, flashing graphics können auftreten. B, also viele Leuchteffekte. B, wenn ihr zart beseitet seid, stellt am besten den Sound ein bisschen leise, weil es wird ein bisschen wüst. Sprachlich. Und wenn ihr gerade schon Blut gesehen habt, darauf müsst ihr jetzt auch nicht verzichten. Aber halt die Sprache ist ein bisschen, ja, sagen wir es mal so, einer Nonne würde ich das nicht zeigen. aber fangen wir mal an mit einem neuen Spiel. Und dann sehen wir das auch schon. Und natürlich erstmal Winners Don't Use Drugs. Wir hatten ja gerade schon Pixel-Grafik. Und ja, danke, Daftus. Dann bis später. Und das Spiel fängt schon richtig genial an. Das Spiel ist teilweise auf Deutsch. Also die Sprachausgabe ist Englisch, aber du kannst deutsche Untertitel einstellen. Und Textboxen überall sind auch auf Deutsch. Und wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, kriegt man diesen Schirm. Und man denkt sich, was soll das? Hä? MPR, kein Ding, dafür haben wir ja die Regie. Daftus hätte dir Bescheid gesagt, wenn was Wichtiges gewesen wäre im Chat. That's the game. Ja. Pixelgrafik. Buck, das ist dein zweites Spiel. Du weißt, wie das alles funktioniert. Kleines Playthrough, Kalle. So Pixel-FPS-Shooter sind einfach klasse. Und unser Scheidungsanwalt hilft uns. Und hier gilt natürlich auch, Kopfschüsse bringen am meisten. Rote Fässer, kennt man, explodieren. Kann ich da was machen? Das wäre cool. Nee, leider nicht. So, jetzt schießen wir uns hier ein bisschen durch. Nicht in die grüne Suppe. Nicht jetzt. Nein. Stör nicht. Nein, ich werde dir nicht antworten.
Schwestern. Ich glaube, ab jetzt weiß man, wie das Spiel so läuft. Und die Charaktergenerierung, die ist einfach genial. So, wen nehmen wir? Oh, oh, oh. Nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hätte, wen wir hier wählen, aber... Und danke, Seed, für die 10 Abos, die du verschenkt hast. Und wie Mibio schon sagte, das Spiel ist recht neu. Das ist am 13. Dezember rausgekommen. Also noch niemals eine Woche alt. Und ja, deswegen wird es noch nicht so viele Speedruns geben, geschweige denn das Leaderboard überhaupt freigeschaltet sein. Und man sieht schon, ja, typisches Junggesellen-Teenager-Zimmer. You plunge down the goofer hole. Mhm. Irgendwie sieht man mein Gesicht nicht. Naja. Naja, Lizzie, red du mal. Was hat Mutter geschrieben? Ja, bevor wir gegangen sind. Ich hoffe, du weißt, dass wir dich sehr lieben, aber wir können dich nicht weiter. Keine Zeit, ich muss hier showcasen. So, eigentlich ein ganz friedliches Spiel. Ja. Ganz normal. Wir nennen das Dienstag. Hier im Rheinland. Die alten Menschen, das ist, die müssen sich über alles aufregen. Braucht er einfach mal den alten Kerl. Ja, okay. Da ist jetzt ein großes Loch. Und hier jammert einer. Klar.
Ja, MPR, du hattest Probleme mit Munition. Das Problem kenne ich hier nicht. Und ja, das sind Augäpfel, die ich hier rausschieße. Also hier ist gerade die Kacke schön am Dampfen. Bin ich hier richtig? Nee. Lizzie. Das ist der, den wir gerade gesehen haben. Und die Menschen wurden gerade versklavt. Und das meinte ich mit, wir schlagen die Brücke zu Mario Party, dem nächsten Run. Schön farbenfroh das Ganze. So, bevor wir aber zu Gene gehen, gehen wir erstmal hier rum. Gucken uns die Einheimischen an. Fernsehprogramm gibt es noch nicht. Und ja, die Waffe, die redet unentwegt. Wer zurückkehren? Oh, sorg dir nicht darum. Zeit ist nur ein Konstrukt. Hey, we're looking for Gene Sarruthian. I'm not sure, maybe you could help. Oh, I wish I knew where he was. He owes me like 300 pesos. Huh, it doesn't sound like Gene Sarruthian to me. Was ist das? Ja, ich spiele auf dem Game Pass. Auf den Xbox Game Pass. Get away. They'll take my shit. Oh my god. It can't be. What do you want? You're not the famous bounty hunter Gene Sarruthian, are you? Who's asking? You're really Gene. Yeah, I'm really Gene. That's me, like on the ants. Disappointed? Guess how I feel. Ach, Gene, du sahst mal besser aus. Metal Guy, ich weiß das, ich bin schon durch. Weißt du denn auch die Story hinter den Kisten? Ja, komm. Also Speedruns werden ein bisschen kompliziert, weil man kann diese ganzen Gespräche nicht skippen. Ich werde gleich mal auf mein Finished
Safe Game rüber switchen. Und dann zeige ich einiges, was spoilerfrei ist, aber halt Easter Eggs, würde ich mal sagen. Weil das Spiel, das besteht nur aus Easter Eggs. Ja, komm. Man kann nicht überspringen. Wir machen alles, was uns eine sprechende Waffe sagt. Nein, es ist keine Parodie von Rick und Morty. Der Rick und Morty mitgestaltet hat, der hat auch hier mitgewirkt. Aber mit Rick und Morty hat es so jetzt nichts zu tun. Kein Aktivierungsschlüssel. Ja, und nicht nur die, sondern einer. Der Dan Harmon, der war nicht dran beteiligt. Soweit ich das gelesen habe. Muss ich noch mal gucken, wie heißt der? Justin Roiland. Das ist nicht nur die Stimme von Morty, sondern auch von Rick, bei Rick und Morty. Und er hat zusammen mit Dan Harmon Rick und Morty created, also gestaltet. Und er aber hat ohne Dan Harmon jetzt hier dran mitgewirkt. Und warum kriege ich die ganze Zeit Ads? Muss ich jetzt erstmal eine Lizenz kaufen. Pop-ups schließen. Man sieht auch links, dass ein Bug da rumkriecht. Wieso zeige ich eigentlich drauf mit dem Finger? Ihr müsst das schon selber sehen. Da links. Ich weiß nicht, was wir da gerade machen, aber hoffentlich haben wir gleich die Pop-ups weg. Du glaubst nicht, wie heißt dein Vater? Was? Wollen wir eine Navi oder nicht? Ja oder natürlich? A bunch. Ich weiß jetzt nicht, wie das beim deutschen Rick und Morty ist. Nee, da sind es zwei unterschiedliche, die Rick und Morty sprechen. So, hier, das ist der Pawnshop, wo wir einkaufen können. Man sieht hier schon ein paar Upgrades, die man kaufen könnte. Hätte man die Kohle, die Pesos. Und es gibt noch andere Sachen. Also hier sind auch Upgrades für die Waffen dann. Eine Trommel. Gremlin Roller. Wirklich teurer Kopfgeldanzug. Ein Stein. Die albernsten Geschenke der Galaxie. Ach, das fehlt mir. Die Karte, die fehlt mir ja noch. Okay.
Steine, Steine, Steine. Das finde ich lustig. Perfekt. Katana, Zweier-Set. Perfekt, um es als Motivationsspruch an die Wand zu hängen. Die Aussage hier ist, ich finde es scheiße, Sex zu haben. Beatmungsmaske. Suspensorium. Hier kriegt man alles, was man nicht haben will. Ja. Nee. Hey, nice house you got here. Real risky. Mach den Alien-Porno aus, danke. Oh, wow, you really made yourself at home, huh? Oh, there you are. Who's this weirdo and why is he setting up a fucking huge alien computer in our living room? Okay, first of all, that alien computer is a very expensive and surprisingly operational Bounty 5000. So, you're welcome. What 5000? Your kid here thinks they're gonna be a big bad bounty hunter. I set them up with some fancy equipment, so they're letting me have the house when they die. Kid? They're not my kid. I'm their sister. How old do you think I am? Listen here, boy. I don't know what kind of alien you are or how fast you age. I'm just making guesses here. You were only gone 5 minutes, and you already told some random alien he could move in with us. That's what you did. Look, I know it's a lot all at once, but we need him to save your speech. So what? We just jump into the deep end and start hunting down G3 officers, or what? I'm not sure you're ready just yet. I mean, they don't let you fuck the glumpers at glumpers without a level 4 thought pass, do they? What? I don't know. Well, they don't. Maybe I should send you... Also das Spiel, das lebt von den Sprüchen, die es macht. Okay, sure. I've got just the thing. A small-time local gangster by the name of Mind Torg. She took my favorite knife. She's got an operation out in the slums. Maybe you kill her. Und man hat halt anfangs die eine Waffe, Kenny. Alright, so we just head out to the slums? No, moron. You gotta use the Bounty 5000 to initiate a bounty. Und es gibt insgesamt 5 plus eine Waffe. Die man dann alle im Laufe des Spiels freischaltet. Und das ist jetzt unser erster Kopfgeld-Auftrag. Nine Torque zu eliminieren. Ja, Portal klappt nicht. Ja. So. Da ich ja weiß, wo das ist. Anfangs wird man so von allen Seiten zugequatscht. So. Ja, kommt. Ups, hat meine Tastatur jetzt kaputt gemacht. Ja, komm, arbeit nicht so lange. Also wer sagt, in Final Fantasy wird viel geredet, der sollte das hier mal spielen. Ich bleib jetzt bei Blau. Naja, ich will dadurch, danke, tschüss. So, jetzt gehen wir mal runter in die Slums.
Weil da unten... Ja, schauen wir mal, was uns da unten erwartet. Hui. I've never been topside. Oh, Lord. Oh, it's a topside. Not interested. Oh, my God, I broke my fucking leg coming down that pipe. Be careful. Sorry to hear that. Ja, der hat sein Bein gebrochen. Das, so würde ich das auch mal sagen. Abgebrochen. Well, well. Look what we got here. Fresh meat. Hey there, fresh meat. Welcome to the slums, fresh meat. Oh boy, here we go. Fucking kid. What's wrong, fresh meat? You scared of a little kid? Yeah, the little kid. Lass mich vorbei. Duraschild-Tank. Damit bekommen wir ein Schild. Jetzt zeige ich euch mal, was man eigentlich macht. Ja, ich bin happy. Heißt dir, der Schwierigkeitsgrad kann im Pausenmenü geändert werden. Er war 30 Jahre alt. Keine Sorge, war nur ein ganz normaler Mord und kein Kindermord. Ich will durch. Geht weg, ihr Ameisen. Ich schieße doch zurück. Was willst du, Kenny? So. Da sind auch welche. Ja, du kannst mir helfen. Nee, da muss ich nicht lang. Hier lang. Oh, hey, you want to see a cool party trick? Fuck yeah, I told you. Did you see how fun that was? I call it my glob shot. It comes out of my trick hole. All galleons have a different kind of trick hole. Mine does this. Boy, you are learning a lot today. You can't shoot these open. You gotta have something to cut them open, you know? So, das ist der Trickshot, den ich mit Kenny habe. Doesn't this fucking rule? God, I love spewing. Jede Waffe hat so etwas. Nur nicht unbedingt so eklig. Oh shit, here come more guys. Go nuts.
Bam, bam. Also im Zuge von Speedruns kann ich mir vorstellen, dass es hier Abkürzungen gibt. Weil wir müssen darüber. Und man kann später, wenn man weitere Gadgets hat, hier auch Abkürzungen nehmen. Weil man die ja irgendwie triggern kann, ohne die Upgrades zu haben, wäre das schon cool. Also ich habe schon einige Kisten eingesammelt, ohne dass ich da eigentlich hin dürfte. Der schießt auf uns und sagt, bitte erschießt mich nicht. Sind wir dabei? No, I'm just here to do my laundry. It's even clean. I'm a laundry head. Can't stop washing stuff over here. This room's off limits. Everything you need is in the front. Get out of here. Good luck with your laundry. I really thought that was gonna be the buyer. We don't know what they. Muss ich jetzt also doch wirklich der Buyer sein? Okay, I'll just say that plan was dumb. I'm willing to accept some of the blame, but don't do any more dumb stuff. Can we try it again and do it right this time? Ja, wir versuchen das jetzt nochmal. Okay, this must be the buyer. Hey, buddy, are you the buyer? Yeah, we're here to buy a knife. You guys are selling a knife, yeah? Oh, perfect. You're really late. We were starting to get worried. Just go with it. No shooting. No shooting. All right, here's the product. A genuine talking. Das ist das Messer. Also die ganzen profanen Sachen, die kommen größtenteils vom Messer. Ja. So, ja. Also, so beginnt das Spiel. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen Endgame an. Oh, ne. ja. So, wo gehen wir am besten hin? Oberes Tal, ja. Also man hat dann verschiedene Welten mit verschiedenen Arealen da drin, die aber alle miteinander verknüpft sind, die man nach und nach freispielt. Und dann sieht diese Welt so aus. Und ja. Das Spiel sieht aus wie ein schlechter Drogentrip. Und das kann ich nur bestätigen. Und dann gibt es etwas, was man kaufen kann mit Warp-Splittern, Warp-Kristallen. Das sind diese Warp-Scheiben. Da kann man zum Beispiel Kino mit beschwören. Und das ist schon das erste Easter Egg. Man kann hier rein. Movie starting. You know, we deserve a break. Let's watch. Let's sit down and watch. It's starting.
Und dann sieht man einen fucking Film. Und wer die drei hier vorne komisch findet, wie heißt das nochmal? Space Theater 3000, wo die drei Androiden da sitzen. Ach, wie heißt das? Muss ich mal kurz nachgucken. Mystery Science Theater 3000, genau. So hieß das. Ja, ja. Fachkraft, genau. Genau die drei. Die sind halt auch Filmposter. Lethal Huggers. In Golden Grundle. Das ist der Film, der da gezeigt wird. Das ist ein echter Film. Aber, naja. So viel kann man davon ja nicht zeigen auf Twitch. Trover saves the universe. Haunted Finger. Long Neck Finger Lady. Meet the Krakens. Whatever. Ja, aber das ist das Kino, was man hier beschwören kann. Und dann kann man auch andere Sachen beschwören. Wie zum Beispiel Ruhiges Landhaus. Metal Guy, wenn du noch da bist und nicht gespoilert werden willst, was die Kisten sind, solltest du weggucken. Ah ne, okay, haben sie nicht zurückgesetzt. Ja, die Kisten, die leben. Papa-Kiste, Mama-Kiste, Kind-Kiste. Und die haben sogar ein eigenes Fernsehprogramm. Und damit sie so ausschauen, beziehungsweise ihren Loot freigeben, der Pesos bedeutet, muss man sie halt mit einem Messer aufschlitzen. Halt dieses eine Messer, was wir gerade geholt haben. Aber was ganz Besonderes ist... Toilettenwarpscheibe. Ein Puzzle. Bauen wir die Rohre richtig rein. Shit-Eating-Puzzles, nein, Pipe-Puzzle. Davon gibt es einige im Spiel. Die sind recht lustig. So, wo muss ich noch? Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Oder ich das Spiel schon durch habe, kann ich dir sagen, ja, das Niveau bleibt so und es gibt noch weitere WTF-Momente. Aber eigentlich habe ich doch hier jetzt alles fertig. Ah ne, doch. Warte mal. Ah, hier fehlt. Und Zartbeseitete sollten jetzt weggucken.
denn er hat sich jetzt gerade erleichtert. Ich lasse einfach mal den Sound laufen. Na. Gucken wir uns mal die nächste Scherbe an. Ah ne, hier habe ich jetzt schon alle. Straßenbahnschienen, Warp-Schiene, Scheibe. Ne. Ach, Cutie Town. Genau, Cutie Town zeige ich euch jetzt mal. Cutie Town ist cool. Habe ich aber woanders stehen, da müssen wir erstmal hin. Hui. Hui. Volkloil Sockenbad. Hui. So. Das war hier. Ah, müssen wir wieder kämpfen. Okay. Ja. Spaghetti Nose. Das Spiel ist einfach nur... Das ist einfach ein Langzeit-Drogentrip. Aber man ist auch schnell durch. Also, ich habe jetzt nicht lange gebraucht. Franz, die Waffen, die man hat. Das ist einmal Kenny. Der kann wie eine Pistole schießen. Dann haben wir hier Gas. Ja, so Shotgun. Dann Sweezy, Rapid Shooter und Creature. Der Granatwerfer kann man jetzt nicht sagen. Er wirft halt kleine Figuren nach vorne, die den Gegner dann auffressen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu weit. Oder doch? Ich zeig's es euch mal. Oh, 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 oh. Nein, Sandwurm. Hier sieht man schon, hier habe ich ein Jetpack. Bin ein bisschen mobiler als vom Anfang. Ich habe halt hier jetzt schon alles freigeschaltet. Jetzt nur da hinten hinkommen. Also diese Warpscheiben, die sind jetzt nicht storyrelevant. Das ist einfach, sind einfach nur Gimmicks. So. Man sieht, es gibt auch verschiedene Arten von Gegnern. Und diese Y-Fähigkeit, die Q-Fähigkeit, ist bei jedem was anderes. Bei Sweezy zum Beispiel, Zeit verlangsamen. So, eben noch die da oben erledigen. So. Wuhu!
Und jetzt gehen wir mal zu Cutie Town. Hui. Einfach nur eine Wüste hier. Mit einem Wildwestsalon. So, Cutie Town. Oh, ist das eine süße Stadt. Was? 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 Ich hab was zerstört? Was? Oh. Hey, ey. Tut mir leid, Leute. Sorry, sorry. Nein. Was? Warte, warte, ich helf dir. Nein. Ey. Oh Gott. Egal, wo ich hingehe. Nein. Warte mal. Ich will doch noch hier. Nein. Wenn jeder tot ist, braucht ihr auch kein Krankenhaus mehr. Was? Ach, schönes Schild. Muss ich mir mal von der anderen Seite anschauen. Was? Nein. Ups. Der spinnt einfach. Der wird jetzt noch stundenlang weiterlabern. Was habe ich hier? Ah ja, den Skatepark. Whoa, is that a skatepark? I've ever only heard about those in stories. Hey, you, over there. Yeah. You, come here. Hey, we're just a few tubes. We don't fight. Hey, do you know how to skate? What do you say? You show us what you got. Don't worry if you don't have a board. The real board is in your mind. Mach mal Accept. Also einiges ist immer noch auf Englisch. Aber hat kaum Auswirkungen auf das Spiel. Wie gesagt, das ist jetzt hier alles Gimmick. So. Tony Hawk hat keine Chance gegen uns. Yeah. Hui. Ich weiß nicht, wie man hier am besten Punkte kriegt. Aber es macht Spaß.
Oh, cool. Oh, Achievement. Alle Sehenswürdigkeit besichtigen. Schalte jede sammelbare Warp-Scheibe ein. So, und hier, das ist so eine Kiste. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man sie öffnet. So. Es ist nicht schön. Es ist, naja. Und das war's auch schon vom Showcase. Denn der nächste Runner ist bereit. Daftus, kannst dich ruhig freischalten. Ja, ich bin im Stream etwas zu leise eingestellt. Also mach du das auch. Wieso? Bei mir hört man dich doch gut. Okay. Ja, das war High on Life. Einfach nur ein Showcase mit einigen Gimmicks da drin, die wir euch zeigen wollten, ohne, damit wir hier keine lange Pause haben. Und jetzt kommt für euch Mario Party und Malp TV wird euch zeigen, wie man da weitere Minigames macht, nämlich auf der Minigame Island im Any Percent Run. Und ja, das geht so rund eine Stunde, laut Plan, ne? Und danach wird auch Legend of Zelda Ocarina of Time zu sehen sein, von Glasfolie. Glasfolie war ja auch beim Bluesma dabei, ist also schon bekannt bei uns dadurch. Ja, wird noch ein sehr interessanter Abend und ich hoffe, wir haben jetzt gut die Brücke gekriegt zwischen ja, brutal FPS zu brutal süß FPS zu Mario Party. Mich hören kann. Vielen Dank fürs Zuschauen.